Hi-ho und willkommen zurück, meine lieben Strategiespiel- und Zwergenfreunde zu Empire. Jo, es geht gleich weiter mit Mission 2 von Kapitel 3, nämlich die Pforte zu einer anderen Hölle. Auf der Suche nach dem König der schwarzen Phantome sind du und dein Ratgeber zu den Ruinen von Sur Utat gereist. Dort glaubt ihr, einen Weg zur verlassenen Zwergenstadt unter der Erde zu finden. Ah jo, okay. Wie immer auf keine Leitern, weil ich es immer noch nicht ganz kapiert habe, wie das mit den Helden und so ist. Kann nämlich sein, dass gar keine Helden kommen, wenn ich die zufälligen Leitern immer zerstöre. Deswegen keine Leitern, Schwierigkeitsgrad normal. Stellen wir auf einen Spieler und... Oh, meine Farbe hat es diesmal gespeichert, sehr schön. Dann wollen wir starten. You have started building your dungeon in a mountain peak, close to where you're supposed to find an entrance to the legendary, long since abandoned dwarf city of Gruv Urtat. Deep below your feet rests the horror known as the King of Black Phantoms. He who will swear you allegiance or else die by your claws. Between you and him stands first an army of seriously rugged dwarven warriors. And if you manage to pass through the dwarves, the ancient horrors of the dwarven deep. Why hesitate? Let the fun begin. Fängt ja schon mal gut an. Oh, how I wish my mother was here to see me now. She would appreciate the decency of my evil ways, I think. She died, you know. Was found in an alley in downtown Mayhew, drowned in a bowl of porridge. All alone, abandoned by the shithead and by Fervus. Hey you, snap out of it, or I'll describe in detail where she is now and who is snacking on her bones. Yes, yes, all right. Just beyond our dungeon are the ruins of Sur Urtat, the uppermost part of Gruv Urtat, once home to nobles and merchants of the dwarven kind. I have studied the books, and there might be a way to gain entrance to the deep. However... What however? There is the business with the Dwat. Huh? Are we talking about that fast food place back in hell? Drula's wonton and tacos? Say again? Tawabahu? No, Dwat stands for Dwarves with Advanced Technology, a kind of special dwarf force that stops anything from leaving the deep. So, dwarves instead of a Big Mac drooler. I hate dwarves. They taste like hairy poop. There are many Dwat warriors in Sur Urtat. In the valley below is a whole garrison of those hard-hitting mountain dwellers. You'll have to be quick about clearing the area, and don't let them send for reinforcements. Deslayer, the Arcanium has been improved once again. Now you can enchant weapons as well as armor. Also, it would be great if you could find a map of the area. I need to pinpoint the most promising point of penetration. And you must hurry or the ruins will be swarming with Dwat reinforcements from the base camp. Okay. Wie immer einiges zu tun und zu werkeln. Ist ja eigentlich immer schön, dass genau nebenan der Dungeon vom Feind liegt. Beziehungsweise der Dungeon, in den wir einfallen sollen. So, erst einmal natürlich, wie immer, den Speer freischalten. Gut, gucken wir mal. Erstmal haben wir viel Besuch hier drüben. Pilzraum besetzen. Gut, dann bauen wir erst einmal unseren Hort. Den baue ich mal hier oben hin. Irgendwie. Passt der auch so rein? Nein. Ich muss mal kurz gucken, die Spelunke. Ja, die können wir dann irgendwie da daneben quetschen. Neben den Hort. Ja, so. Dann muss ich kurz gucken. Küche. Ne, passt nicht ganz. Also muss ich wahrscheinlich etwas weiter hier drüben runterbuddeln. Ziehen wir mal ganz durch. So, dann haben wir genug Freiraum für die Küche. So. Das wäre schon mal das Erste.
Arbeiter haben wir 5 von 5. Und dann gucken wir mal, was wir hier so an Gegnern haben. Rachegeister, Skelette. Kobolde Stufe 3. Skelette. Noch mehr Skelette und Rachegeister. Okay, das ist dann die heftige Sache. Hier haben wir 2 Stufe 2 Dunkelzwerge. Und hier haben wir alles Stufe 1. Hä? Und Stufe 2 Dunkelzwerg, Stufe 1 Dunkelzwerge. Also werden wir uns wahrscheinlich erst hier reinbuddeln. Und dann hier irgendwie reinbuddeln. So von unten. Und das dann alles clearen. Ah, meine Räume sind fertig. Sehr gut. Dann holen wir dann schon mal unsere Imps. Für den ersten Trupp. So, nächstes DC ist der Meisterbauer natürlich. Für günstigere Räume. Wobei ich mich jetzt mittlerweile langsam frage, ob wir das überhaupt noch brauchen. Ich meine, Überfälle kriegen wir sowieso genügend Punkte zusammen. Aber ich mach's einfach mal, Meisterbauer. Also genügend Materialien. So. Packen wir euch mal da alle rein. Und teleportieren euch gleich in die Küche, dass ihr essen könnt. Und dann müssen wir für euch einen Überfall finden. Stufe 3, Stufe 3. Das ist wohl der hier, der nächstbeste. Hm? Oh, und wir haben genug Platz für 2 weitere Imps. Hm? So, sind die gesättigt? Ja, sind sie. Also überfallt ihr mal bitte den Ort hier. So, von was wird er bewacht? Von einem Alchemisten, also einem Zwerg. War ja klar. Ich frage mich eh immer, warum gerade Scheunen für Materialien? Erobern meine Imps die Scheune und zerlegen sie dann? Und dann kommen die Menschen und bauen sie wieder auf? Das könnte gut möglich sein. Ich muss mal darauf achten, was die anderen beiden Überfallorte sind, weil die Materialüberfälle sind irgendwie immer Scheunen. So, als nächstes den Übungsraum gleich mal freischalten, dass wir den auch bauen können. Oh, und wir haben jede Menge Pilze, die wir gleich mal umwandeln können. Yay. Jetzt habe ich nicht mehr genug Platz für die Materialien, die sie mir bringen. Die bringen mir nämlich 50 und ich kann nur 75 parken. Aber ein Überfallerfolg, sehr gut. Übungsraum und Spelunke bauen. Den Übungsraum setze ich mal hier an die Ecke. Und die Spelunke. Ah, das passt da nicht ganz. Egal, ich glaube, wir können die so setzen und dann sozusagen hier einen Durchgang bauen, so. Auch wenn der nicht gerade viel Sinn hat. So, ihr geht trainieren. Damit wir euch gleich auf eine nächste Überfallmission schicken können. Jetzt brauche ich schnelle Auffassungsgabe, dass ich als nächstes den Priester freischalten kann. Sobald ihr trainiert seid, geht es auf den nächsten Überfall. Wir brauchen nämlich noch mehr Materialien. Für eine zweite Küche und für einen Extraktor hier irgendwo, wo er hinpasst. Vielleicht hier neben dem Trainingsraum. So, sehr schön. Stufenaufstieg. Das heißt, es geht gleich wieder los. Solche Sachen will ich gar nicht. Wie viele Pilze bringt denn das? 25. Das ist nicht viel, aber ich will mal wissen, wie ein Pilzraumüberfall aussieht. Ah. Eine Pilzhöhle. Macht Sinn. Bewacht von einem Zwerg. Gut, die bringen mir Pilze. Die kann ich umwandeln. Dann kann ich schon mal zweite Küche bauen. So, Gambling Hall. Du kostest 5 Materialien.
So, kloppt der Mechaniker tot. Und bis dahin ist wahrscheinlich ja der Überfall auch schon wieder ready. So, die bringen 25 Pilze. Das kann ich dann umwandeln. Dann kann ich nämlich die zweite Küche bauen. Kommt, bringt mir Pilze. Baal braucht Pilze. Baal hat Hunger oder so. Oh, aber bevor ich euch losschicke, esst und heilt ihr euch erst einmal. Meine Speere sind mir doch schon ein Tickchen zu stark angeschlagen. So, liefert mir Pilze ab. Pilze en masse. Und das reicht genau für die Küche. Wie baue ich die an? Ah, ich habe da eine Idee. Ich mache das so ähnlich wie bei der Spelunke oben. So. Und da dran kleben. Sehr schön. Okay, nächste Materialüberfall. Ich will irgendwie immer ein bisschen sagen. Oh, Helden im Dungeon. Die geben mir auch nochmal Materialien. Das sind zwei Zwerge, mit denen dürfte Baal klarkommen. Helfen wir sicherheitshalber mal. Jo, mit denen kommt Baal prima klar. Oh, und wir haben 4 Punkte für den Priester. Sehr schön. So, Materialien für den Extraktor. Für die Küche haben wir leider noch niemanden, der sie besetzen kann. Ich kann mich aber schon mal langsam in die Richtung buddeln. So. Die dürfte ich mit einem Squad eigentlich kriegen, vor allem wenn ich Priester noch als Unterstützung dabei habe. So. Die bringen mir jetzt Materialien für den Extraktor. Der ist hier. Ah, als nächstes die Werkstatt, würde ich sagen. Und die könnte ich vielleicht hier hinbauen. Weil viel mehr fehlt mir eigentlich nicht. Nur Extraktor, Werkstatt. Ah, perfekt. Der Extraktor passt. Der würde dahin passen, besser gesagt. Aber hier oben passt er auch hin. Und das ist besser, weil hier kann ich dann mehr Fallen installieren. Hier ein paar Wandfallen, hier ein paar Wandfallen, nebenbei Fallen. Hühnchen. Hühnchen. So. Gut. Habe ich schon 2 Priester? Nein, ich denke nicht. So. Schicken wir mal alles dahin, was wir haben. Was kann ich noch? Für die Werkstatt bräuchte ich noch 5 Materialien. Kann ich aber gerade nicht umwandeln. Dafür fehlen mir noch 5 Pilze. Ah, da sind sie ja. Sehr gut. Werkstatt. Ich könnte die Werkstatt so an die Küche setzen. Und ja, ich baue meine Dungeons gerne ein bisschen ästhetisch, weil sonst wird das Ganze irgendwie zu langweilig. So. Hier ein Durchbruch, dann kommen da die Gegner weg. Ich kann ja schon mal das Scheusal wegblitzen. So.
Sag Hallo zu den Jungs zu Hause, Toto. Also Bart hat manchmal komische Sprüche. Am besten ist ja immer noch das Eat, Sleep, Slaughter. Essen, schlafen, töten. Wow, habe ich viele Punkte, fällt mir gerade so auf. Ah, Recke freischalten. Noch einen Punkt, dann gibt's Frieden und Beute. Sehr gut. So, erstmal die Dunkelzwerge hier wegkloppen. Dann den Dunkelzwerg. Und zu guter Letzt die noch. Okay. Out of the pit into a hellhole. So, was haben wir hier drin Schönes? Einen Feuermagier, was klar war irgendwie. Die sterben aber mittlerweile auch ziemlich schnell. 10 Schätze, jawohl, das reicht für den zweiten Trupp. So. Porte ich die beiden Trupps gleich mal. Und Baal porte ich hier hin. Dann können nämlich die Priester ableveln. Oh, ich habe ja den Recken schon, fällt mir gerade so auf. Der kostet allerdings Materialien, genau, 15 Materialien. Okay, Squad 2 ist fertig. Squad 1 ist auch fertig.